Hallo, ich wechsle heute von meinem W124 TE, die komme jetzt nicht drauf, die Hydraulikstoßdämpfer hier. Dazu muss man erst einmal den Himmel hier ausklipsen. Das habe ich schon gemacht, das hier eingeklipst. Es geht relativ einfach an den Seiten. Das ist relativ einfach. Hier dieses kleine einen kleinen Haken wegbiegen und dann muss man versuchen, diesen Bolzen rauszumachen. Am besten bei geöffneter Heckklappe, dann ist ja dieser Stoßdämpfer entspannt. Und ich habe jetzt hier ein Nageleisen. Ich nehme jetzt hier einfach ein Nageleisen. Man sollte etwas unterlegen eigentlich hier, damit das hier nicht so beschädigt wird. Ich mache das einfach so. Ja, das ist wurscht. So. So, das ist hier. Und dann geht dieser Haken, lässt sich hier rausschieben. Vorsicht, dass hier nichts beschädigt wird. Hier sind jede Menge Kabel. So. Langsam, aber sicher, aber geht nicht leicht. Aber geht es hier raus, wenn man sich bemüht. 2,20 Meter lange Latte habe ich hier gefunden, um das abzustützen. Dann muss man hier drin, ist dann dieser Bolzen befestigt. Da ist ein Sicherungsstift. Sieht man das hier sieht. Das ist schlecht mit dieser Kamera. Auf jeden Fall. Sieht selber nichts. Gibt dieser Sicherungsbolzen sehr leicht raus. Also beziehungsweise diese Sicherungsscheibe. Kann man verdrehen hier. Wenn man das sieht. Und dann kann man das sehr leicht raus. Das sieht man hier sehr schlecht wahrscheinlich. Das ist hier einfach mit dem Papier einfach. Stechbeitel. Zieht sich das einfach vorne und schon ist diese Sicherung nicht Sicherungsbolzen, sondern eine Sicherung für den Bolzen. So wie ich zack draußen. Ich kann natürlich auch da vorne reinfallen, aber das ist kein Problem, weil man kann die ja von hier wieder irgendwie rausholen. Und dann den Bolzen einfach nach draußen schieben. Ihr seht schon, jetzt kommt das da hinten raus. Seid nur aufpassen, dass ich nicht total meinen Himmel beschädige. Zack, ist er draußen. Jetzt ist bei dem, den ich vorne ausgebaut habe, da so eine Kappe vorne drauf. Die mache ich jetzt runter. Die fehlt nämlich auf dem neuen, mache ich dann da drauf. Die passt allerdings nicht so. Das mal erklimmen hier. Versuchen das trotzdem reinzufummeln. Meine gekauften sind nicht original, die habe ich ganz billig im Internet. Hier passt sie einmal frei, bei dem alten, bei dem neuen. Aber das dürfte auch so gehen, da muss der Bolzen durch und dann wackelt da nichts mehr. So, jetzt kommt das erste Problem von diesem gekauften Dämpfer. Mein alter Bolzen, den ich raus habe, passt nicht mehr in dieses Loch. So, jetzt habe ich die Dämpfer etwas aufgebohrt vorne, damit die Bolzen da leicht durchpassen. So, dann schieben wir halt den alten, den neuen, in derselben Reihenfolge wieder hinein, wie wir den alten rausgeholt haben. Und zwar das dicke Ende. Jetzt versuchen wir jetzt den Bolzen von der Heckklappe wieder
reinzumachen. Mal rein. Das sieht man. Hier ist unser Dämpfer. Dann kommt jetzt wieder hier rein und muss wieder gesichert werden, der Bolzen. Das ist etwas fummelig, den Bolzen da durchzubringen, aber ich habe es geschafft. Vielleicht sieht man, das jetzt fehlt noch. Diese kleine Bolzensicherung. Die sieht so aus. Dann muss ich jetzt versuchen, noch auf der Seite drauf zu stehen. Stoßdämpfer sind also an der Heckklappe befestigt. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich hier diese hinteren Bolzen wieder reinbringe. Und jetzt haben wir hier den Bolzen wieder drin und die Sicherung umgelegt, sozusagen wie er von selbst hochgeht. Zack, die zieht.